die Herthaner, Rekordsieger des Fröbel Cups, Thomas Peters. Der Schiedsrichter dieser Partie. Und ab geht die nächste Fahrt um den Einzug ins Viertelfinale. So, erste größere Abschlussaktion der Herthaner. Wolfsburg, die Sieger von eben, spielen übrigens gegen den Gewinner aus dem Spiel Bielefeld gegen Gladbach. Beide Vereine hier kennen sich ja aus einer Liga, beide in der Regionalliga Nordost aktiv. Demnach wären die Herthaner der Favorit, denn die stehen unangefochten auf Platz 1. Mächtig Vorsprung, die Leipziger Tabellensiebter. Ganze 12 Punkte trennt die beiden Mannschaften, wobei die Berliner noch ein Spiel weniger haben, also können bis zu 15 Punkte werden. Foulspiel hier. An Leipzig. Bastian Chris, Kamainkain, Kamole. Da ist Kamole im Zusammenspiel mit Maximus Babke, dem Keeper der Leipziger. Boah, da wurde schon ordentlich mit den Armen gearbeitet an Gottjes Jeboah. Oh, Handspiel. Oder? Ui, das sah für mich nach einem deutlichen Handspiel aus. Vielleicht vom Keeper außerhalb des Strafraums. Vielleicht bekommen wir das ja gleich nochmal. War schwierig zu sehen, weil genau die Richtung, glaube ich, verdeckt war für Thomas Peters. So, nächster Leipziger Angriff rollt an. Oh, Jeboah verpasst da den Ball. So, ich glaube, wir können noch mal raufgucken. Ah, nicht ganz erwischt. Die Szene, egal. Soll nicht mehr kriegsentscheidend sein, hätte er eh nur in Anführungszeichen Freistoß gegeben. Für die Leipziger, die hier den etwas agileren Eindruck machen. Zu Beginn dieses Spiels. Klasse Ballbehandlung da von Luis Seifert. Leipziger ja mit viel schlechteren Ergebnissen. Und dann der Treffer so ein bisschen aus dem Nichts. Joel da Silva Chiala, wenn da niemand mehr dran war. Trifft hier zum 1:0 für die Herthaner. So, hier gucken wir nochmal. Der Abschluss. Ne, da war niemand mehr dran. Keine Chance für Babke, weil er da irritiert wurde noch von einem gegnerischen Spieler. Also Berlin
häufig sehr effektiv. Kommt viel über Körperkraft. Das war ein Foulspiel, richtig gesehen. Foul an Philipp Heller. Also die Ertaner erst mit 3 Gegentoren im ganzen Turnier in 4 Spielen. Also besonders die Defensive, das Prunkstück. Hier beim Frivic Cup. Auch in der Liga, beste Defensive der Liga, 11 Gegentore in 14 Spielen. Hertha BSC. In der Hinrunde das Maß aller Dinge in der Regionalliga Nordost gewesen. Ja, kann man weiterlaufen lassen. Aber Berlin, die sind eklig zu spielen. Das ist der Schlüssel. Und immer wieder diese Nadelstiche nach vorne. Pfostentreffer. Haben eine extrem hohe Körperkraft. So, weiter Ball. Guter Abwurf. Stanley Hauptschein versucht, diesen Ball zu verarbeiten. So, jetzt geht's wieder nach vorne. Der gelegt. Kenan Hatzjavdic verpasst. So, weiter Ball. Wichtiger Klärungsversuch. Das ist einfach schief gegangen. Maximus Babke, aber so alles gut. Das sind intensive Duelle, auch schwierig für Thomas Peters, da was für sich zu entscheiden. Babke jetzt mit der Parade. Verhindert das 2:0. Klasse rübergespielt. Kommt dann zum Abschluss. Nochmal zurückgelegt. Gewalt, aber Babke ist wieder da. Sich jetzt warm gehalten. So, wieder der tiefe Ball, wieder die Ballbehauptung. Das meine ich so mit diesen ganz schwierigen Zweikampfbewertungen. Was ist faul, was kann man laufen lassen? Hat bisher da ein sehr gutes Händchen. Wechselt jetzt bei den Leipzigern, die nach wie vor nicht richtig durchkommen, weil immer ein Schienbein, immer ein Kopf, immer irgendwas Störendes im Weg ist. Berlin extrem engagiert gegen den Ball. Nicht die attraktivste Mannschaft im Teilnehmerfeld, aber sicherlich mit die effektivste. Oh, hier bohrlich, klasse, rein. Und jetzt die große Möglichkeit. Da hätten die Leipziger gern noch einen Meter gesehen. Und dann legt er in klasse rüber im Gegenzug. Leander Popp. Also auch da wieder eine Offensivaktion. Kurz geärgert die Leipziger und Berlin nutzt das sofort aus. Rübergezogen und wieder der Pfosten. Knappe Abschlüsse hier. Safa Yildirim mit dem Abschluss.
stark, Maximilian Babke. Der hält Leipzig hier im Rennen in diesem Spiel. Aber dafür müssten sie mal vors Tor kommen. Nächster Abschlussversuch, jetzt der Abpraller. Es ist unglaublich intensiv. Ein sehr kraftvolles Spiel von beiden Mannschaften geführt. Sehr körperkräftig. Und jetzt der Treffer für die Berliner. Eben hat er es versucht, jetzt getroffen. Leander Popp. 2-0. Nimmt den Abpraller von der Bande. Direktabnahme. Genau in die Maschen. Stark. Und wieder steht hinten die Null. Klasse, jetzt Popp. Direktabnahme, schön gemacht. Auch schön rübergelegt. Jetzt fangen sie noch das Zaubern an. Und jetzt aber der Anschlusstreffer. Und er fehlte doch noch hier bei den Torschützen. Gott, hier ist hier Boa. Mit der auffälligste Leipziger. Bis dato im Turnierverlauf. Und natürlich gehört auch er in die Chronologie dieses Spiels. Sehen wir jetzt nochmal den Treffer. Sauber gespielt. Berliner einmal nicht aufmerksam genug. Abstoß. Vom Kasten. Der Leipziger. 3 Minuten noch. Und noch alles offen. Schussversuch. Von Luis Seifert. Tiefer Ball jetzt gespielt, kriegt er noch die Fußspitze dran. Lukas Ulrich, aber dann wieder Babke. Der für mich trotz Führung härter Spieler des Spiels bisher ist. Ohne ihn wäre Leipzig schon deutlich höher in Rückstand. Freistoß für Leipzig. Joel da Silva Kiala mit dem Foul. So. Leipzig jetzt mit Babke vorne. Legt den Ball nochmal quer. Berlin verteidigt es wieder engmaschig. Tor war frei. Babke schon wieder zurück im Kasten. Jeboa jetzt da im Duell. Linus Gechter hat sich da durchgesetzt gegen Jeboa. Anderthalb Minuten noch. Leipzig braucht ein Tor. Kein Foul. Starker Ballgewinn. Abschlussversuch. Geht dann rüber. Linus Gechter. Ja, Leipziger Trainer fordern da immer wieder, dass Luis Seifert ganz nach vorne geht. Gerade der größte Leipziger Spieler auf der Platte. Und soll natürlich dann noch mal für Gefahr sorgen. Abschlussversuch. Gute Möglichkeit. Jeboa noch mal, aber Arele Kinci. Der Keeper, Entschuldigung, doch Arele Kinci im Tor diesmal, genau. Pariert.
40 Sekunden noch auf der Uhr. Gelingt Leipzig der Lucky Punch. Wir hätten das zweite 9-Meter-Schießen im Turnier. Babke. Schussversuch aus dem Netz. Oh, Hertha, das war unnötig. Ball ziemlich weggeschenkt. Es gibt Freistoß. Oh, da stellen sie sich wieder in den Weg. Tor frei. Gute Parade von Ekinci. Also jetzt nur noch Wild. Jetzt den Ball. Klasse Abtauern vorbeigelegt. Spitzer Winkel. Nachschuss. Und was für ein Monster-Save von Kamkai Nkamole. Trotzdem nochmal langer Ball. Jeboah. Abschluss. Ekinci. Das war's. Hertha zieht dramatisch und knapp mit 2:1 ins Viertelfinale ein. Leipzig nach ordentlicher Vorrunde ausgeschieden. Trotz starker, körperlich präsenter Leistung. Also Glückwunsch nach Berlin. Wir sind gleich wieder da.